Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der Savior Mod. Uns fehlt immer noch ein paar Challenges, also machen wir diese paar Challenges mal ganz schnell. Denn diese Challenges sind ganz toll. Letztes Mal haben wir die Glitch-Challenge gemacht und ich habe gesagt, wir schauen mal in die restlichen rein. Und je nachdem, was wir am Anfang so bekommen, werde ich sie spielen oder nicht. Ich werde jetzt schon mal sagen, wir werden keine Challenges spielen, wo ich irgendwie nicht schießen kann. Das sieht allerdings recht interessant aus. Wir sind auf jeden Fall ein Raccoon sind wir. Und wir können Feuer spucken, haben ein zweites Leben dazu bekommen. Unsere Feuerdinger hüpfen überall rum. Okay, das ist also quasi eine Hüpf-Challenge, weil alles Mögliche hüpft hier rum. Und wir sind ein süßes, kleines Raccoonchen. Das ist doch toll. So, okay. Stelle ich mir nicht so schwer vor, aber machen wir mal die Plumber-Challenge. Das einzig Schlechte ist halt, dass die Tränen explodieren können, wenn sie zurückkommen. Obwohl, nee, die können eigentlich nur explodieren, wenn sie auch Gegner treffen, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, dann ist das doch nicht so schlecht. Okay, cool. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine richtig große Reichweite bekommen, also so ganz viel Range up. Oh, lol. Ja, nehmen wir mit. Damage up und Tears up. Sehr nice. Und kriegen sogar unsere Herzen wieder. Nur halt in blauen Herzen. Und jetzt sind wir zwar nicht mehr so süß wie eben, aber das passt schon. Man soll ja nicht sagen, dass Schwarze nicht so süß werden wie andersfarbige. Oh Gott. Ja, hi. Das habe ich nicht gesagt. Also, was? Ihr habt was gehört? Nee, habe ich nicht gesagt. La 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 la, wir sind immer noch süß. Aber ist euch mal aufgefallen, dass alles, was süß ist... Ich sag einfach nichts weiter mehr. Bla bla, ist egal. Okay, auf jeden Fall sind wir hier in der Plumber Challenge. Haben ja noch ein zweites Leben. Das heißt, wenn wir... Oh Gott, was ist das für ein Raum? Hilfe! Wenn wir... Gut, dass wir das Buch hatten. Wenn wir... ich wollte irgendwas sagen. Ich hab's vergessen. Ist auch egal. Auf jeden Fall kriegen wir einen Range-Up und das nehmen wir mit, weil ich eben schon meinte... Oh, ist das nächste Erleben, ne? Okay, cool. Weil ich eben schon meinte, Range-Up wäre richtig cool, weil dann fliegen die Teile viel länger, viel weiter. Ah, jetzt kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld. Die Teile fliegen weiter. Und das ist toll. Und wenn wir eine Suicide King-Karte finden sollen, dann können wir die sogar auch einsetzen. Genau. Nach einem Geheimraum oder nach einem goldenen Raum oder Shop müssen wir gar nicht suchen, weil es halt eine Challenge ist. Kennen wir ja. Und wir haben schon die ersten zwei Ebenen dadurch übersprungen. Nice. Unser Schaden ist auch recht angenehm von Anfang an. Ja, vier Stück. Das passt alles soweit nach. Suicide King vielleicht. Am besten wäre es noch... Oh, eine Joker-Karte, okay. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Was war eigentlich die andere Karte? Was warst du? Ah, The Moon. Können wir eigentlich auch einsetzen. Dann müssen wir hier nicht gegen die Gegner kämpfen. Aber egal, die sind sowieso schnell tot. So. Dann können wir eigentlich mal kurz hier reingehen. Dann verlieren wir nämlich nur ein halbes Leben. So. Oh, jetzt fliegen unsere ganzen Tränen auch noch so richtig cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, setzen wir The Moon ein, kommen in den Geheimraum. Mit immerhin zwei Schlüsseln. Die brauchen wir sogar so halbmäßig, ja. Und nachdem wir gestern ja die Eternal... Wow. Die Eternal-Version oder Edition von den alten Binding of Isaac gespielt haben, kommt mir dieses Spiel irgendwie gerade gelegen. Freut mich, dass ich endlich wieder das Rebirth spielen kann. Ich finde Rebirth wirklich einfacher als die Eternal Edition. Aber wie gesagt, die Eternal Edition, also das alte Isaac, werde ich jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen und dann mal gucken, wie weit wir da kommen. Der Range Down ist jetzt nicht so geil, Range Up allerdings schon und Range Up ist sogar mehr als Range Down. Also Pillen, die positive Sachen bringen, die bringen fast immer auch eine höhere Statistiken als eine aber irgendwas Downpille. Oh Gott. Heißt also, wenn man eine Tears Up Pille findet und danach eine Tears Down Pille, dann hat man immer noch einen kleinen Tears Up, weil Tears Up Pillen mehr geben als Tears Down Pillen. Also die geben mehr ab als die anderen Down. So. Gideu. Und ihr habt mir einige Tipps gesagt, wegen Controller-Spielen in dem alten Isaac. Und das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Werden wir dann sehen, ob ich damit dann besser klarkomme. Ich glaube nicht, mit Controller spiele ich tatsächlich besser. Aber okay, und wieso haben wir hier einen Shop? Das frage ich mich gerade. Und ist die Frage, ob ich die Chocolate Milk will. Das wäre natürlich ein krasses Tiers... Ah, komm. Auch egal. Nehmen wir das einfach mal mit. Was warst du für eine Pille? Range Up. Nehmen wir auch sehr gerne mit. Den Rest brauchen wir nicht. Okay. Das hat sich gelohnt. Hatten ja auch genug Münzen. Ah, ich habe die Chocolate Milk ganz vergessen. Ah, da hat mir die Chocolate Milk Leben abgezogen. Ich habe mich voll gewundert, warum ich nichts mehr schieße.
Egal, dadurch machen wir jetzt eigentlich noch mehr Schaden. Wir gucken, müssen wir die nur einmal treffen. Oder sind sie tot? Da bist du tot. Ich habe gesagt, da bist du... Hallo? Tot. Naja, wenigstens machen wir auch Schaden, wenn die durch unsere ganzen Feuer durchlaufen. Das ist ja auch ganz schön. Und da haben wir schon den Boss. Hi. So, sollte recht schnell sterben. Vor allem, wenn er brennt. Und wir kriegen wieder das unnötigste Item, das es überhaupt gibt. Aber okay. Das Brimston-Baby. Ja. Nee, brauche ich nicht. Danke. Dieser Rambock ist so unnötig. Widder. Nichts gegen Sternzeichen Widder. Aber das ist so unnötig. Das Item. Ich verstehe nicht, wann es Schaden macht und wann nicht. Angeblich soll man damit ja gegen Gegner gegenlaufen können. Und die kriegen dann Schaden. Ja, hat bei mir aber noch nie funktioniert. Ich weiß noch nicht, wann man weiß, wann man denn schnell genug ist, um denen irgendwie Schaden zu machen. Irgendwie soll das ja sein, wenn man auf Gegner zuläuft, dass man dann schneller wird. Und wenn man dann schnell genug ist, dann macht man den Schaden. Aber ich verstehe das nicht. Also ist das ein doofes Item. Was mir einfach nur Hörner gibt und mehr nicht. So, was haben wir hier? Amnesia, okay. Nicht so schlimm. Wir haben ja ein gutes Gedächtnis. Nicht. Okay, waren wir hier rechts schon? Ja, allerdings nicht da weitergegangen. Oh, wir werden wirklich ein bisschen schneller, oder? Nee, doch nicht. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich mag den Widder nicht. Ist ja auch egal. Wir haben zumindest Gertie gefunden und unser Schaden ist nicht ganz so toll. Wenn wir da aber genug Feuer hin platzieren, dann sollte das eigentlich recht gut sein. Ja, das hat gepasst. Passt schon. Au. Oh Gott, wir sind gleich tot. Oh nee, schnell Joker-Raum. Oh nein, Krampus. Oh, mein Leben. Okay. Moment, was haben wir hier? Eine Trollbombe? Ah, muss ich mitnehmen, oder? Muss ich leider mitnehmen. Oh nee, da sterben wir. Oh Gott, ich will nicht sterben. Nein, lass mich leben. Aua. Okay, eine Kohle. Und da wir sowieso nur ein Leben haben, ist auch egal. Haben wir schon mal unser erstes Gabi-Item. Ist doch auch schön. Ha, ich glaube, ein Leben langt erstmal. Das passt schon. Bin ich mal gespannt, wie schnell wir diese Challenge jetzt hier durchkriegen. Oh Gott, nein. Hilfe. Zieh ein ganzes Leben ab? Ich hoffe doch nicht. Oh. Ich will es gar nicht ausfinden, danke. Aha, wir zünden unseren ganzen Keller an. Oh, wir haben eben kurz gesehen, wo der Boss ist. Der ist interessant. Ich weiß zwar nicht wieso, aber gut. Nee, jetzt erstmal wieso. Haben wir irgendein Item? Nö, eigentlich nicht. Ha, egal. Wir haben eben ganz kurz den Boss gesehen. Beziehungsweise alles, was in der Ebene ist. Achso, vielleicht. Stimmt, es gibt irgendeinen Träneffekt, der das macht, oder? Oder? Ja, ich glaube, irgendwas gab's da. Dann haben wir deswegen unseren Trinket gesehen. Okay. So, ihr seid ja auch einfach. Solange wir uns nicht selber in die Luft sprengen, ist alles Töfte. Jetzt sind wir quasi ein wandelndes Bobs Brain Ding. Okay, hier will ich gar nicht rein. Ich gehe dann mal. Schiebst du bitte meine Bombe nicht weg? Immer. Was? Immer diese Bomben wegschieber? Da habe ich mich selber umgebracht. Oh nee, das war unser zweites. Oh, das war unser schöner Pilz. Jetzt haben wir unseren Pilz nicht mehr. Hä? Geht das in der Savior-Mod nicht? Geht das in den Challenges allgemein nicht? Sich raussprengen? Okay, das ist natürlich blöd. Wenn das nicht geht. Das ist ja dann echt blöd. Okay, das wusste ich nicht mal. Schön. Bei der, was weiß ich, wie vielten Challenge? Bei der 16., 17. Challenge merke ich das dann auch mal. GG. Nice. Au. Okay, gut, dass unsere eigenen Explosionen nur einen halben Schaden machen. So. Ich weiß, da links ist ein Herz, aber ist mir gerade... Egal. Ja, nehmen wir mit. Ich glaube, ich werde sowieso nicht viel hüpfen. Oh, was haben wir hier? Okay. Wow. Das war gut. Das war richtig gut.
So, komm, öffne dich, danke. Nee, danke, tschüss. Okay. Haben wir gut überlebt, gut überstanden, wir sind die Besten. Vielleicht sollten wir auch mal unseren Laser einsetzen. Vor allem, wir haben ja relativ guten Schaden und der Laser skaliert ja mit unserem Schaden. Von daher, oh, nee, dürfen wir nicht, weil dadurch unsere ganzen Items gerevolt werden würden und das wollen wir nicht. Dann würden wir wieder die Challenge manipulieren und das wollen wir nicht. Lebensupgrade finde ich gut und das finde ich auch gut. Und das hoffentlich auch. Jo, auch perfekt. Dankeschön. Ja, die holen wir uns auch. Guck mal, hätten wir jetzt das Jumpbuch dabei, dann hätten wir da auch so rangekönnt. Judgment. Hi, hab eine Münze für dich. Und noch eine Bombe habe ich auch. Toll, oder? Guck mal, man tut eine Münze in den Bettler rein und kriegt 7 raus. Na, gibst du uns vielleicht was Schönes? Irgendwas? Etwas? Eine Bombe, damit wir dich in die Luft sprengen können. Okay, danke. Das ist nett von dir. Puberty, yes. Angst? Ha! Die wurden einfach weggelasert. Okay, wow! Okay, das war ja ganz schön knapp hier. Wir müssen allerdings, glaube ich, in jede Ecke. Oh, oh. Komm, danke. Ah, eine Kiste. Mach das hier nicht so knapp. Oh, Moment. Okay, gerade noch gesehen. Hier sind wir sicher. Da habe ich mich nicht getraut, darüber zu laufen. So. Und unten noch hin. Au. Das ist aber doof. Voll complicated hier. Oh. Ah. Ja, Gesundheit, Dankeschön. Ja, ja. Wow. Toll, jetzt ist auch noch irgend so ein Sandkorn in meinem Auge. Ah! Kann ich mehr sehen. Das sind 2 Kisten, die will ich haben. Moment, die hole ich mir. Meine Kisten. Ah, shit. Nein, 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 nein. Da ist noch eine. Oh, eine süße kleine. Oh. Ja, ist mir egal. Ich habe Cancer. Ich habe den Krebs. Ist mir egal, ob ich getroffen wurde. Ich habe Krebs. Ich habe Krebs. So. Und weg mit dir. Sehr schön. Wir kriegen noch einen Speed-Up. Leider keinen Devil-Room. Aber ist egal. Dafür sind wir jetzt in der Marm-Ebene immerhin. Und haben immer noch 8 Leben. Könnte auf jeden Fall schlechter aussehen. Wieso haben wir ein Leben bekommen? Was hat denn Plumber? Ach, Plumber. Ist Plumber nicht... Moment. Was hatten wir von Anfang an? Wir hatten diesen Pilz. Waren wir Mario? Nee, aber warum... Ja doch, Feuer. Ja, wir waren Mario. Plumber ist ein Klempner. Wahrscheinlich. Kann ich mir vorstellen. Moment, das google ich jetzt nach. Ich glaube, Plumber ist ein... Nein, Klempner. So, Plumber. Plumber in Englisch. Klempner, ja, wir sind ein Klempner gewesen. Ah, deswegen auch der Raccoon-Schwanz. Weil den hat Mario ja auch in seinen neuesten Abenteuern. Haha, wir sind ein Klempner. Erkennt man zwar nicht mehr viel, aber wir sind einer. Ach so. Okay, dann ergibt das sogar Sinn. Wow, bin ich sogar selbst drauf gekommen. Ich wusste zwar nicht, was Plumber heißt, aber jetzt weiß ich's. Wir waren einfach ein Klempner. Okay. Sehr schön. Turfklaps. Jo, ein paar Bomben mehr nehmen wir gerne. Dann können wir hier auch mal kurz aufsprengen. Und 2 Gegner freilassen. Nett, wie wir sind. So, die dürfen da jetzt weiterleben. So, haben wir sie befreit. Wir sind ein echter Lebensretter. So, du bist kein Plumber. Du darfst nicht leben. Nur echte Plumbers dürfen leben. So. Wurde ich gerade gerufen? Ich habe keine Ahnung. Egal. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht treffen. Danke. Du brennst. Achtung, du brennst. Soll ich dich löschen? Mit meinen brennenden Schokoladentränen. Oh, okay. Das war natürlich geplant, dass wir hier reinkommen.
Au, das war auch geplant, dass ich da getroffen werde. Ich fand nämlich, wir haben zu viele Leben und deswegen habe ich mir gedacht, ja, so ein paar Leben weniger wären schon ganz schön. Eigentlich. Okay, das kaufen wir uns. Den Rest brauchen wir nicht. Können wir uns auch gar nicht leisten. Ich muss mal kurz was aufschreiben. Okay. Gut. Ist der Boss irgendwo da? Ist der Boss da? Haben wir ihn gefunden. Easy. Okay, das ist Mutter. Haben wir irgendwas vergessen, was wir dringend bräuchten? Ich glaube nicht. Okay, die rote Version. Und wir müssen darauf achten. Wir müssen die, glaube ich, mal richtig besiegen. Das ist jetzt natürlich doof. Aber, aua, okay. Ja. Wo, was hat uns eben wehgetan? Das frage ich mich gerade mal so ein bisschen, aber gut. So, wir nehmen natürlich wieder das Polaroid mit. Sind sogar schneller als 20... Oh ja. Aber sowas von schneller als 20 Minuten. Gut, nehmen wir Bloody Lust mit. Da kommen wir gar nicht durch, ohne Leben zu verlieren. Ah, das ist jetzt aber uncool. Das ist jetzt aber uncool, du. Besiegen wir mal ein paar Gegner. Vielleicht kriegen wir ein nettes Item. Und wenn wir hier überall Feuer legen... oh ja, komm, stirb. Hier soll überall Feuer sein. Überall. Sogar ein blaues Herz kriegen wir. Oh, das ist nett. Oh Gott. Oh Mann, Pin! Wieso erschreckst du mich so? Pin! Alter Wurm, du! Pin, du alter Wurm! Oh, jetzt habe ich mein blaues Leben verloren. Ah, da ist es wieder. Hab's wiedergefunden. Alles gut. Alles gut. Hab's wieder. Oh. Okay, nach den Gegnern kriegen wir aber, glaube ich, unser erstes Item, oder? Warum ist der so komisch umhergeglitscht? Komischer Typ. So. Tak, 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 tak. Sehr gut. Hä? Wann kriegen wir denn endlich mal unsere Items? Ich will mein Item haben. Gib mir mein Item. Okay, genug rote Herzen liegen hier auf jeden Fall rum. Also, an Leben sollte uns das nicht scheitern hier. Ah, da kriegen wir unsere ersten Items. Range Up, ja, finde ich gut. Und sonst nur Müll, das ist eher nicht so gut. Explodiert. Trifft die Explosion? Die eigentlich doppelt und dreifach? Na, kann ich mir vorstellen. Na, was kommt jetzt? Okay, Gish. Hm. Naja, eigentlich machen wir genug Schaden. Von da. Daher. Nein! Meine schönen blauen Herzen! Lass meine blauen Herzen in Ruhe, ich brauche die doch. So, was? Hast du nach mir gepfiffen? Ah, okay. Ha, die sind schön schnell gestorben. Das war schön. Wo ist der andere Gegner? Da. Okay. Sollten auch recht schnell sterben. Nach denen kriegen wir, glaube ich, schon wieder eine, oder? Items. Oh, wir haben Bloody Lust. Das heißt, wenn wir getroffen werden, werden wir sogar stärker. Ja, deswegen ist unser Schaden gerade ganz oben. Nice. Okay, dann bleiben wir hier auf jeden Fall drin, würde ich sagen. Und greifen wir uns die ganzen Items mal ab. Und gehen hier jetzt nicht wieder aus Versehen in die nächste Ebene, so wie beim letzten Mal. Da, wir haben auch besiegt. Jetzt sollten wir wieder Kisten. Nein, okay. Warum nicht? Ah doch, da. Ein Item, das wir aber nicht brauchen. Können wir trotzdem mal einsetzen. Pschu, 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 pschu. Pschu, pschu. So. Ich sammle gerade mit Absicht das blaue Herz nicht ein, weil hier noch so viele rote Herzen liegen. Und wir die ja dann erstmal aufsammeln können. Damit wir am Ende noch blaue Herzen haben und dann länger überleben können. Schlau, oder? Ja. Oha. Finde ich nämlich auch schlau. Oh, ich hatte ein blaues Herz eingesammelt, oder was? Was war das denn? Oh, ich habe das Herz da oben eingesammelt. Nee, habe ich nicht. Okay. Der hat's noch reingezogen. Alles klar. Oh Gott. Nicht, dass wir hier sterben. Oder kriegen wir denn doppelte Items? Oh.
Der macht halt einen ganzen Schaden, Hilfe. Ist das dein Ernst? Kriegen wir noch ein Item? Na, okay. Aber wir kriegen immer unsere... Na, wie, was geht neu los? Was? Okay, nochmal von vorn. Hä? Will ich das dann nochmal machen? Zumindest die ersten vielleicht? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Komm, wir hauen ab hier. Tschüss. Toll. Teleportiert uns diese blöde rote Kiste einfach weg. Ach man. Na egal, wir haben ein paar blaue Herzen bekommen, haben ein paar... Ne, haben gar keine Items bekommen. Also hat sich das eigentlich gar nicht gelohnt. Zäh. Haben nicht mal ein Gummi-Item bekommen, aber das ist schade. Aber dafür die... Wow. Die Erfahrung haben wir mitgenommen. Die Erfahrung, vollen Schaden zu haben. Die haben wir mitgenommen. Oh, wow. Oh, shit. Okay, wir haben nicht mehr so viele Leben. Ein paar blaue Herzen wären schön. Und vor allem hier keinen Schaden zu bekommen, wäre auch ganz schön. Aber sieht gut aus. Sehr schön. Gut, was haben wir hier? Okay, nur ein paar gerollte Gedärme. Oh, rollige Gedärme. Frische rollende Gedärme. Wer möchte noch? Wer hat noch nicht? Da unten ist ein X-Stein. Den hole ich mir. Ha! Du wirst mein. Mein X-Stein. Das reimt sich. Oder so. Vielleicht auch nicht. Aber möglich ist das, dass sich das reimt. Okay, ich beachte dich nicht. Ha! Ich beachte dich doch. Das war ein Trick. Oh nein, wir sind paralysiert. Was sollen wir tun? Okay. Okay, was auch immer. Was auch immer. Ist okay. Ja, hi. Na? Bewacht er etwa euren Boss? Ist etwa hier links euer Boss? Oh, ich hab's gewusst. Und schwarzes Herz. Das ist auch sehr schön. Der Ge... Okay, ab zum Boss. Welcher Skollex ist... Oh nee, warum denn Skollex? Einer der nervigsten Bosse, die es gibt. Es sei denn, man macht ihn schnell tot, so wie ich. Na? Ja, wir hätten ein bisschen schneller gehen können. Aber ist okay. Mom's Purse, was haben wir hier schöne... Oh. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Tschüss. Jetzt haben wir nämlich die ganze Zeit den... Babylon-Effekt, oder? Entschuldigung. Erstmal gegen das Mikro schlagen. Vor lauter Freude. Wir müssten jetzt eigentlich diesen Babylon-Effekt haben. Ne, haben wir aber nicht. Hä, warum denn das nicht? Erst wenn wir einmal getroffen werden, oder wie? Okay, die Bombe war wirklich unnötig, habe ich dann auch gemerkt. Vor allem, wenn wir halt so viele Explosionsdinger hier haben. So. Na, aber irgendwie sind wir doch stärker geworden. Vielleicht liegt das aber auch an der Handtasche. Denn Handtaschen machen Leute stärker. Mhm. Ach, hi. Jetzt kommen hier die ganzen Babys an. Jetzt merken sie, ach, der ist stark, der kann uns beschützen. Dem schließen wir uns an. Oh, guck mal. Da hat Abel sogar mal irgendwas getötet. Nice. Da. Ich hätte gern irgendeine Karte, die mich rausteleportet. Haben wir jetzt diesen komischen Effekt oder nicht, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Das war nur eine Paralysepille, wenn ich mich recht erinnere. Oh, die Augen. Oh, die Augen. Oh, die Augen. Oh Gott. Das haben wir überlebt. Das haben wir sehr gut überlebt. So. Brennt. Brennt. Und verbrennt. Ich verkohle euch. Ha, das passt sogar, weil wir die Kohle haben. Ha, ha, ha. Gut. Der war jetzt nicht so gut. Oder doch? Ich fand den gut.
Okay, hi, it lives. Na, wieso hast du hier so ein Dings drin? Au. Oh, wir haben Schild. Oh Gott. Oh nee, wir müssen echt noch bis zum Teufel. Das ist jetzt nicht so ganz cool, aber okay. Kann man mitnehmen. Was haben wir hier? Oh. Ich gebe zu, das war jetzt nicht das Schlauste. Weil hier ein weißes Herz lag. Das hätten wir jetzt mitnehmen können. Dann hätten wir zwei Leben gehabt. Aber. Ja, nix aber. War nicht das Schlauste. Dafür haben wir den Black Judas. Und das ist aber scheinbar erst das letzte Leben, das wir haben. Weil wir davor halt das neue Lebensitem aufgesammelt hatten schon. Heißt also, wir müssen ganz viele Leben verlieren, damit wir stärker werden. Und dann wieder Leben haben. Aber das heißt auch, dass wenn wir zu oft verkacken mit einem Leben, dass unser letzter Versuch mehrere Leben hätte. Und uns auch noch stärker machen würde. Ja. Und daher denke ich mal, wir haben das schon geschafft. Ach, und wir können sogar zwei Trinkets mitnehmen. Lol. Lol. Jetzt haben wir den Krebs mit einer Vogelkralle. Geil. So. Du verbrennst das schön. Wie, du verbrennst nicht? Du verbrennst nicht? Hä? Verbrennen wir fertig. So. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den Teufel finden. Mit unserem einen Leben. Oh, okay. Wenn wir einmal getroffen werden, sind wir schon tot, sagst du? Das ist natürlich nett zu wissen. Der explodiert. Ich habe Angst vor explosiven Sachen. Vor allem, wenn sie ganz nah neben mir stehen. So. Blaues Herz wäre schön. Gibst du mir ein blaues Herz? Gibst du mir ein blaues Herz? Ein Schlüssel, ja, okay. Ja, okay, davon habe ich zwar schon 10 gehabt, aber ja, okay. So. Wieder keins. Okay, mit einem Herzen, aber den Teufel besiegen könnte ein bisschen blöd sein. Wenn wir wenigstens noch ein Leben mehr hätten, dann würden wir wenigstens die ganze Zeit den Polaroid-Effekt bekommen. Und dann wäre da kein Problem mehr, aber so... Und wir sind falsch gelaufen. Oh nein. Oh nee, oh nee, oh Gott. Aber zum Glück gibt es hier wenigstens keine Eternal Edition der ganzen Gegner. Weil dann hätte ich jetzt schon lange verkackt. Ach, da haben wir unser blaues Herz. Geil. Wir hätten zwar erstmal zum Boss gehen sollen. Ist das ein Ernst? Nein! Wieso? Hä? Das war auch noch unsere Träne, die explodiert ist. Warum explodiert denn unsere Träne an einem Stein? Na toll. The Hermit. Okay. Das ist nicht The Hermit. Ich weiß, wie The Hermit aussieht und das war nicht The Hermit. Moment, wir haben ein paar Bomben. Wir sprengen hier mal auf. Vielleicht ist da irgendwo ein blaues Herz drin. Gut, da haben wir noch einige Räume vor uns. Das ist natürlich nicht so toll. Mann, mein schönes blaues Herz. Hoffentlich kriegen wir noch eins. Irgendwo. Du bist auch kein blaues Herz. Wo gibt's denn hier jetzt mal blaue Herzen? Das Feuer. Und das war nicht ran. Was? Warum ist der so komisch geflogen? Da kommen wir halt echt nicht ran. Ah, ich hätte gern ein. Oh, okay. Hier können wir ein blaues Herz bekommen. Wenn wir nicht sterben würden. Was wir tun, aber ist egal. Wir haben ja noch unser Katzen-Item. Ja. Ach, guck mal, das ist der Geheimraum. Wie soll ich den Raum denn überleben? Ja, okay.
hier schönes. Lieber. Oh nein. Ah, wir haben vollen Schaden. Okay. Ja, ja, gut, okay. Da bin ich tot. Ja, okay, ja. Ich weiß nicht, ob wir den Teufel schaffen. Mit einem Leben, das könnte ein bisschen schwer werden. Ich mache erstmal das Feuer aus, sonst trifft mich das gleich wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, oh, bin ich reingelaufen. Ich Volldepp. Okay. Nur aber. Da, Feuer ist aus. Easy. Hätten wir wenigstens ein Schild oder so, aber nee. Aber nee. Okay, jetzt sollten wir Black. Okay, beim nächsten Mal werden wir es Black Judas. Hilfe. Oh oh. Das wurde ja doch nochmal voll knapp. Kacke, ey. Da brauchten wir echt noch den Black Judas, um zu gewinnen. Boah. Na gut, das war diese Plumber-Challenge. Wir waren ein echter Klempner. Schön, oder? Und dann wurde das ja doch nochmal spannend zum Ende hin. Huh. Mann. Blöder Teufel. Na gut. Dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Auch wenn wir ein bisschen OP waren, aber am Ende hin irgendwie doch nicht mehr. Oder ich habe einfach nur schlecht gespielt, kann auch sein. Dann würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.